Ja, Raichu ist aufgewacht. Raichu, hör auf Psychokinese zu gehen, Mann. Was ist los mit dir? Nie was gelernt, Alter? Ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon im Mond. Im letzten Part haben wir erfahren, dass Lily zusammen mit Team Skull abgehauen ist, beziehungsweise sie freiwillig mit Team Skull mitbekommen wurde, also entführt, aber ist freiwillig mitgegangen. Dann haben wir den Inselkönig Yasuo besiegt, was plötzlich sehr überraschend kam, und Gladi hat uns angeschnauzt, dass wir Lily haben so leicht, ne, mitgehen lassen mit Cosmog zusammen. Und jetzt sind wir hier in der Aether Foundation, warum auch immer Lily mit Team Skull in der Aether Foundation sein soll. Naja, warum auch immer uns die Aether-Arbeiter angreifen. Aber gut, dann wollen wir mal hoch. Hier geht irgendwas vor sich. Ich muss etwas unternehmen. Und dann, wow. So tippe ich auch immer Sachen ein. Was ist denn los? Anscheinend können nur Angestellte der Aether Foundation ins Untergeschoss gelangen. Damit hätte ich rechnen müssen. Es bleibt keine Wahl, wir müssen nach oben. Ist das jetzt schlimm, dass wir nach oben müssen? Diese Musik, Alter. Ich bin Fabian, der einzigartige Regionalleiter der Aether Foundation und fraglos unentbehrlich. Was habt ihr hier zu suchen? Ich kann mich nicht erinnern, euch eingeladen zu haben. Das weißt du als Regionalleiter der Aether Foundation besser als ich. Also stell dich nicht dumm und spuck gefälligst aus, was hier los ist, Fabian. Haha, ganz schön frech, junger Mann. So ganz auf dich allein gestellt zu sein, hat dich offensichtlich abgehärtet, Gladio. Aber von mir erfährst du nichts, du kannst dir sicherlich denken, warum. Ledger, weißt du, was mir am Trainerdasein so gefällt? Dass Erwachsene und Kinder gleichgestellt sind. Das Alter ist irrelevant. Was du nicht sagst, wirklich süß. Man nennt mich auch die letzte unüberwindbare Bastion des Aether-Paradieses. Und ausgerechnet ein Haufen Kinder wie ihr malt sich siegeschossen gegen mich aus, dass ich nicht lache. Aber wenn ihr unbedingt darauf besteht, können wir gerne kämpfen. Hier geht richtig Stranger Shit ab, meine Damen und Herren. Die Story ist bis jetzt on point von Pokémon Sonne und Mond. Okay. Er war Regionalleiter Fabian, er hat ein Pokémon. Er hat einen Hypen, okay. Gut, ihr setzt also hauptsächlich irgendwie auf Psycho-Pokémon. Na, wobei ihr hattet auch sehr gemischte Pokémon. Naja, er hat auf jeden Fall Hypno. Darum kümmern wir uns doch mal mit unserer Turbo-Spiral-Kombo. Nein! Warum trifft so eine Scheiße? Ich hoffe, Freezing Fire, du überlebst jetzt sämtliche Angriffe. So lange, bis du aufwachst. Nachtmar. Wahrscheinlich macht das jetzt extra viel Damage, weil wir schlafen. Oder wir kriegen jetzt jede Runde Schaden, solange wir schlafen. Übertreib! Man kann es auch übertreiben mit dem Schaden. Und es kann natürlich auch noch Psychokinese. Aber das macht uns nicht viel Schaden. Ja, danke. So. Friss den. Ey, ich bin echt gespannt, was uns hier noch erwartet. Ich meine, wenn uns jetzt auch der Regionalleiter hier angreift. Gut, der Regionalleiter war sowieso schon irgendwie so ein komischer Dude. Ich meine, er hat uns das erste Mal hier eingeladen, aber er war irgendwo doch strange. Von daher, ja, ne. Aber sollen uns auch noch Pia und... Ich fick dich. Sollten uns auch noch Pia und Samantha angreifen, dann ist es echt strange. Also Pia schätze ich echt nicht so ein, dass sie uns angreifen würde. Weil die kam wirklich sehr freundlich rüber. Und Samantha, ja gut, die war leicht strange mit ihrem Pokémon-Geschütze. Das war leicht creepy. Deswegen mal gespannt. Und vor allem, weil halt dieser Ort, was wir am Anfang in der Intro-Sequenz gesehen haben, wo Lily Cosmog hat, das war die Aether Foundation. Und dann kommt noch dazu, dass fucking Samantha aussieht wie Lily. Also zumindest eine fucking Ähnlichkeit hat. Was um alles in der Welt? Wie konnte dieses Kind mich... Einfach sagen, Herr Fletcher, dabei ist Fabian doch so stark. Also noch einmal, stell dich nicht dumm und spuck gefälligst aus, was hier los ist, Fabian. Ist ja schon gut. Auf dich allein gestellt zu sein, hat dich wirklich abgehärtet. Und ganz schön zynisch gemacht. Aber gut, wäre ich auf der Suche nach Cosmog, würde ich wohl im Untergeschoss nachsehen. Im Untergeschoss sagst du? Das erinnert mich an irgendwas. Ach ja, meinte Pia nicht diese Erschütterung? Neulich ist aus dem Unterschuss gekommen? Was in aller Welt treibt die da unten? Das wüsstest du wohl gerne, was?
Ich habe ja aus verlässlichen Quellen gehört, dass dort unten Experimente stattfinden, die den Weg in eine neue Welt ebnen sollen. Wir haben keine Zeit für kryptischen Andeutungen, schalte den Aufzug für uns frei. Aber sicher doch, das ist das Mindestmaß an Freundlichkeit, das ich als Regionalleiter hier an den Tag legen kann. Wow, immerhin. Nachdem wir ihn besiegt haben, fügt er sich dann doch ein bisschen. Fletcher, Tali, sobald ihr bereit seid, geht es los. Also, seid ihr bereit? Na, noch nicht. Ich würde gern heilen. Lasst euch bitte nicht zu viel Zeit. Ich würde gern bitte noch kurz meine Pokémon auffrischen. Ja. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn Hypertrank? So. Einmal komplett bitte hochheilen. Auch Merle und auch Litzy. So. Jetzt wäre ich ready. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Nein, ich muss mit Gladio reden. Ich muss mit Gladio reden. Ja gut, das wusste ich nicht. Ach ja, dann halt wieder hoch. Ja, die Musik ist strange, Alter. Also, seid ihr bereit? Ja. Dann lasst uns gehen. Was erwartet uns da unten jetzt? Ich bin hyped. Anscheinend erwartet uns nichts Gutes. Was zum Fick, Alter. Hier hat sich nicht viel verändert. Ist ja auch erst 2 Jahre her. Wow, das sieht ja aus wie eine Geheimbasis. Nicht so laut, Tali. Es freut mich, dass du dir nicht vor Angst in die Hosen machst, aber wir müssen Ruhe bewahren. Und was machen wir jetzt? Hinter dieser Tür befindet sich ein Gang mit 2 Geheimlaboren. Ich übernehme Geheimlabor A, das in der Mitte davon liegt. Ihr beide kümmert euch um Geheimlabor B, das liegt am Ende des Gangs. Wieso müssen wir das andere Labor nehmen und warum kennst du dich hier überhaupt aus? Seid auf der Hut. Ich bin mir sicher, dass Fabian schon der halben Belegschaft von uns erzählt hat. Ich habe das Gefühl, ich werde ignoriert, aber anscheinend bekommt das Gladio auch mit der Angst zu tun. Hier, Fletcher, das ist für dich. Vielen Dank. Lily braucht unsere Hilfe. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ey, die Musik hier unten ist nice. Okay. Wenn ihr das mit rechnen. Okay. Die Ella Foundation plant also auch irgendeine Scheiße. Es war mir irgendwie von Anfang an klar. Einfach. Okay, what the fuck. Stehen geblieben, Eindringling. Niemand betritt unbefugt das Geheimlabor. Es war mir irgendwo klar. Weil die Ella Foundation das. Ah. Dass sie irgendeine Rolle spielt, das war klar, aber das. Die kam mir schon so strange vor, irgendwas. Es war klar, dass irgendwas mit denen nicht ganz stimmt. Dass mit denen irgendwas nicht richtig läuft. So, du kannst mit Giftattacken schon mal gar nichts gegen unser Sandama auswirken, weil wir von 5 Star sind. Das gefällt mir. Aber ja, die kam mir alles strange vor. Bis auf Pia. Pia kam nett rüber. Fabian. Gut, ne? Er hat uns jetzt 2 runtergelassen, aber auch nur, weil wir ihn besiegt haben und dieses Grinsen, das zeugt auch nicht gerade davon, dass es hier gerade aus Freundlichkeit war oder so. Es ist auch ein Arschloch und Samantha ist sowieso, wie gesagt, strange. Naja, wir sehen, wo das jetzt hier alles hinläuft. Jetzt müssen wir uns hier erstmal durch das ganze Personal kämpfen. Das gibt's nicht, Alter. Wieso überleben wir jetzt alle immer mit einem KP? Naja, dann stirb jetzt. Du scheiß LSD-Schleim, Alter. Tschüss. So. Okay. Wollen die anderen 2 jetzt auch noch gegen uns kämpfen? Nur Forscher wie wir haben hier Zutritt. Ja, jetzt bin ich an der Reihe. Man hätte hier auch einen Dreierkampf draus machen können. Apropos Dreierkämpfe. Seit Pokémon Schwarz und Weiß gibt es und Schwarz und Weiß 2 gibt es keine Dreierkämpfe mehr. Was ist aus denen geworden? Ich habe schon lange keinen Dreierkampf mehr gehabt, zumindest keinen regulären im Spielverlauf. Das makes me sad, Alter. Ich mochte die Dreierkämpfe irgendwo. Die waren cool. So. Ja, es ist alles nicht sehr effektiv. Aber wir haben ja unser Litzy mit Feuerattacken. Das wird hier schon ein bisschen. Ja, stimmt, wir haben jetzt Flammenwurf. Wir haben jetzt Flammenwurf und nicht mehr Funkenflug. Was ich sehr nice finde. Ja, komm, gib mir den Elektroball. Ja, geil. So.
frisst den Flammenwurf, der jetzt hoffentlich ordentlich Schaden macht. Und ja, das kommt noch. Okay, du hast Robustheit, ist was anderes, als wenn du es wirklich so überlebst. Wie dieses scheiß Slimog und das Kack-Hypno. Das war echt Abfuck. Das war echt Abfuck. Naja, frisst die Drachenwut. Schwupp. Und down. Und damit wärst doch du besiegt. Forschungsbericht. Bei meinen Pokémon-Kampfkünsten ist kein Fortschritt zu verzeichnen. Ihr seid komisch. Vor allem, warum tragt ihr hier unten solche Masken, Alter? Mit unserer neuesten Errungenschaft lassen sich sogar Pokémon fangen, die nicht in Alola heimisch sind? Lassen sich nicht mit jedem Pokéball Pokémon aus anderen Regionen fangen? Lass mich raten, was dich herführt. Du suchst Cosmog, stimmt's? Wenn du wissen willst, für welche Experimente wir es benutzt haben, musst du dich erst... Das Ziel der Aether Foundation ist es doch, Pokémon, gewissen Pokémon zu schützen. Und sie benutzen einfach ein fucking Pokémon für Experimente. Ihr seid krank. Team Skull ist einfach nichts gegen euch. Da ist einfach nur ein verrückter Dude, der krasseste Käfertrainer ever sein will. Und gern Pokémon klaut. Aber ihr benutzt Pokémon für scheiß Experimente, Alter. Aber auch hier finde ich es wieder cool, dass man so gesehen zwei böse Teams hat. Nämlich einmal so gesehen Team Skull und ich. Für mich gehört die Aether Foundation jetzt auch zu einem der bösen Teams. Ich meine, sonst würden wir nicht gegen sie kämpfen. Sonst wären wir nicht hier, sonst. Aber was hat dann Team Skull damit zu tun? Fucking Lily ist mit Team Skull mit. Und fucking Lily hatte Cosmog. Was hat dann Team Skull mit der Aether Foundation zu tun? Team Skull muss ja auch irgendwie in Verbindung mit der Aether Foundation stehen, sonst wären sie mit Lily nicht hergekommen. Ich meine, sie haben ja gerade gesagt, dass sie dieses Cosmog jetzt haben, weil sie es für Experimente nutzen. Dementsprechend muss Lily hier sein und Team Skull muss sie hierher gebracht haben. Und Team Skull muss dann also auch noch hier sein, also zumindest Fan. Wobei Bromley könnte auch hier sein, er hat sich verpisst, als wir ihn gekillt haben. Interessant, du hast tatsächlich gewonnen, dieses Ergebnis hatte ich nicht einkalkuliert. Cosmog ist das letzte fehlende Puzzlestück, der Schlüssel zur Öffnung der Ultrapforte. Los, verschwinden wir sind schließlich Forscher, keine Pokémon-Trainer. Was zum Fick? Hast du uns noch was zu sagen? Nein. Strange shit is going on here. Und zwar dann Geheimlabor B. Yep. Davor. Na komm, da müssen wir uns nicht zwangsweise heilen, das ist Verschwendung. So, das ist Geheimlabor A, das übernimmt Gladio. Geheimlabor B ist genau, aber warte mal. Erstmal wieder eine schöne Zelle. Und dann schauen wir uns mal das Geheimlabor hier an. Was wollt ihr Kinder denn hier? Fasst ja nichts mit euren schmutzigen Fingern an. Unsere Forschungsarbeit ist unser Leben. Da kenne ich auch bei Kindern keine Gnade. Es ist mir kackegal, was euer Leben ist, Alter. Was ihr hier macht, ist kranker Scheiß. Und zwar richtig kranker. Okay, immerhin mal ein Doppelkampf. Danke. Das ist das, was ich die ganze Zeit wollte, Game Freak. Ein Doppelkampf, um nicht die Zeit zu stecken. Gelatropo, okay, und ein Marshock. So. Junge, Alola-Reitschuss aus, ist weg. Zwei Alola-Pokémon gegen zwei Nicht-Alola-Pokémon. Kann nie schaden. Kann nie schaden, die Turbo-Spiral-Kombo. Außerdem wickt er das Marshock einfach mal easy weg, so. Nice. Und für diesen Fall kriegt sogar noch einen Anlauf vor seinem Z-Move. Nice. So. Sandy sollte sich jetzt echt langsam mal entwickeln. Das wäre nicht schlecht. So. Aber erstmal einen schönen Set-Move. Weiß gar nicht, war Stahl effektiv gegen Eis? Bin mir nicht sicher. Resten wir es aus. Boah, es laggt einfach so hart. Ja, war's. Gut, tschüss. Und weg. Wow. Das war ein schwerer Fight. Es mag etwas abgedroschen klingen, aber wo Licht ist, da ist doch Schatten.
Schöne Worte allein reichen nicht, um eine neue Welt zu erschaffen. Verstehst du, was ich meine? Weißt du, was ich meine, Digga? Ich erforsche Pokémon ja lediglich. Kämpfen liegen mir leider nicht so sehr. Die Kollegen aus Labor A hingegen sind richtige Profis, was Pokémon-Kämpfe angeht. Ist aber auch kein Wunder bei der gefährlichen Pokémon-Art, die sie erforschen. Genug davon, wo stecken Lilly und Cosmog? Da wir leider äußerst gemeine Erwachsene sind, verraten wir auch nach einer Niederlage nichts. Na, hier sind sie jedenfalls nicht, was ihr wohl aber auch selbst sehen könnt. Dann sind sie entweder im Geheimlabor A oder... Du Fletcher, warum teilen wir uns nicht auf und sehen uns um? Vielleicht finden wir irgendeinen Hinweis auf ihren Verbleib. Diese Akte springen eigentlich schon... Ever berichtet in Ultrapforten. Hinter den vom Professor Mohn entdeckten Ultrapforten scheinen sich andere Dimensionen zu verbergen. Der Nachweis von Veränderungen der Masse in jeden Dimension deutet auf die Existenz von Lebewesen hin, die Ähnlichkeit mit Pokémon aufweisen. Wir bezeichnen diese Wesen vorläufig mit dem Arbeitsnamen Ultrabestien. Guck mal an. Ever berichtet zu Cosmog. Es wird davon ausgegangen, dass Cosmog eine Ultrabestie aus einer anderen Dimension der Ultradimension ist. Gerät es unter Stress, wird seine Fähigkeit aktiviert, die so dann eine Ultrapforte öffnet, wahrscheinlich um ihm zur Flucht zu verhelfen. Gegenwärtig forschen wir an einer Maschine, die Cosmog unter konstanten Stress setzt und die Ultrapforte dauerhaft offen hält. Was? Cosmog ist vielleicht eine Ultrabestie? Das müssen wir Gladio erzählen. Eieiei. Und irgendwelche Erkenntnisse? Ein paar Dinge über Cosmog, mal sehen. Das ist eventuell eine Ultrabestie. Und wenn man es unter Stress setzt, öffnet es eine Ultrapforte. Das muss so eine Art Abwehrmechanismus sein. Sie haben es also bewusst Stress ausgesetzt, deshalb ist Lilly mit ihm abgehauen. Aber wir haben keine Ahnung, wo sich die beiden gerade befinden. Fabian muss das gewusst haben. Es ist möglich, dass er uns reingelegt hat. Ausführliche Erklärungen gehören nicht gerade zu Gladios Stärken. Ich frage mich, ob er das absichtlich macht, um cool zu wirken. Egal, wir sollten ihm folgen. Schließlich stecken wir hier alle im selben Schlamassel. Ja, dann mal hinterher. Back to the Aufzug. Aber first checken wir noch, ob was hier drin eigentlich ist. Vielleicht ist hier ja was. Ja, guck mal an, tatsächlich. Ein Top-Genesung. Das nehmen wir noch gerne mit. Und dann raus hier. Was erwartet uns hier noch? Ist auf jeden Fall eine frische Basis. Huh. Wir gehen jetzt einfach mal nach ganz oben. Ah, war richtig. Fletcher! Ich wusste, Fabian hat noch einen Ass im Ärmel. Was sollen wir nur machen? Wir schalten jeden aus, der sich uns in den Weg stellt. Oder hast du eine bessere Idee? Kein Grund, gleich so schnippisch zu werden. Nicht einen Schritt weiter. Das ist ein Befehl von Regionalleiter Fabian. Ihr glaubt doch nicht etwa, dass wir euch gehen lassen, jetzt wo ihr von den dunklen Machenschaften der Edo Foundation wisst. Oh, Fletcher, die können wir nur im Team erledigen. Okay, also ihr habt wirklich Dreck am Stecken. Und zwar harten Dreck. Kleinen Bastard, ihr setzt Pokémon einfach konstant unter Stress, nur um in eine andere Dimension zu kommen. Was bringt's euch... einfach in dieser anderen Dimension zu sein über die Ultrapforte. Wow, ihr habt Zugriff auf die Ultrabestien und so viel zum Schutz der Pokémon, Alter. Ich krieg Ebola bei euch, Mann. Ich krieg hart Ebola bei euch. Jungs. So. Pampos, du kriegst erstmal den Eisschwerb. Jawoll! Stimmt, vierfach Schwäche. Wow, Alter. Wir sind ein perfektes Team, Alter. Alola Reitsch und Alola Sandama. Frisst den Eisspeer. Zähigkeit von Pampas wirkt. Och, nö. Warum musst du ein Stück kurz Zähigkeit haben? Och, Mann. Wow. Steigt seine Verteidigung gerade bis ins Unermessliche. Es wäre ein One-Hit gewesen, hätte es die scheiß Fähigkeit nicht. Es wäre sowas von One-Hit gewesen.
Oh Mann. Wehe, du kommst jetzt mit Erdbeben. Pferdestärke? Was? Nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hast du noch ein zweites Pokémon, Tali? Ah ja, vor die Kurve. Naja. Eisenschädel. Ja, okay. Oder Gigasauger gibt's auch. Damit bist du down. Nice. Das war eine wahre Glanzleistung. Ich bin völlig geblendet. So sind die Kinder, die Inselwanderschaftschamp werden wollen, dann so drauf. Ihr macht mir richtig Angst. So siehst du auch aus. Ja, ihr Kind, sind die Kinder in Alola wirklich so stark? Das macht die Inselwanderschaft aus ihnen und jetzt aus dem Weg. Puh, danke Fletcher, natürlich auch so ein Dame. Wenn unsere Gegner nicht nachgeben, dürfen wir das erst recht nicht, richtig? Gehen wir. Ich bin froh, euch an meiner Seite zu haben, auch wenn wir nicht die besten Freunde sind. Das, was Tali beim Dom Royal gesagt hat, ist da vielleicht doch etwas Wahres dran. Wow. Pia. Das ist doch... Gladio, ja, du bist es wirklich. Ihr kennt euch? Wir haben uns ja so lange nicht gesehen. Fletcher, Tali, lasst mich eure Pokémon wieder fit machen. Pia ist doch vernünftig. Danke. Du kannst mir sagen, wo Lily steckt. Sie müsste bei der Präsidentin sein. Danke, das war's auch schon. Wir gehen gleich zu ihr. Die Präsidentin? Das ist doch Samantha, oder? Sie wird uns bestimmt zuhören. Sie ist sehr nett. Zu euch vielleicht. Und das auch nur, weil sie keinerlei Interesse an euch hat. Aber ihr könnt nicht zu ihr. Die Tür ist verschlossen. Schon wieder? Das ist kein Problem. Pia, du scheinst wirklich die einzig Vernünftige zu sein. Bitte passt gut auf Gladio auf. Wenn er sich etwas in den Kopf setzt, verliert er die Konsequenzen oft völlig aus den Augen. Genau wie damals, als er sich dieses Pokémon geschnappt hat und einfach verschwunden ist. Er und sie sind sich so ähnlich. Was zum Fick geht hier ab, Mann? Na, jetzt bin ich sicher, was? Ihr wärt brav im Untergeschoss geblieben, was? Mir war natürlich klar, dass ihr irgendwann heraufkommen würdet, um zur Präsidentin zu gelangen. Und da euer Verhalten für mich so leicht zu durchschauen war, habe ich diesen Hinterhalt für euch vorbereitet. Damit kann ich meinen Patzer von vorhin wieder gut machen. Das Untergeschoss habe ich euch nur geschickt, damit ich genug Zeit habe, meinen Untergebenen zusammenzutrommeln. Sag mal, Fabian, hast du den Schlüssel für die Tür? Was soll diese Frage? Natürlich habe ich den Schlüssel. Aber dann hättest du dich doch nur vor uns verstecken müssen, um uns aufzuhalten. Was? Genug der Worte. Ihr da, haltet diese Kinder auf. Worauf wartet ihr denn noch? Wir haben keine Zeit für sowas. Hilf mir, Fletcher. Mit Vergnügen. Kämpfen wir jetzt gegen alle drei, dann ist mein alles erwarteter Dreierkampf zurück. Ne, nur gegen zwei. Okay. Aber wir kämpfen mit Gladio zusammen. Hey, das ist auch mal was. Hallo. So, gut, das ist jetzt nicht so geil. Du setzt dein Golbat ein, das ist dein Scheiß Ernst. Gut, wir stehen hier gerade nicht so gut. Wir können auch nicht auf Merle switchen. Wir können auch nicht auf LPK. Wir können auf nichts wirklich switchen. Merle würde von Electek zerfickt werden. Frubi würde von... Freezing Fire hat eine Vielversprechung gegen Feuer. Litzy wäre hier neutral gegen beides. LP Pikachu würde von Magbrand zerfickt werden. Von Magma und von Ele. Ach gut, Litzy ist hier das Einzige, was wir eigentlich tun können. Das ist das einzig Schlaue, was wir tun können. Und dann arbeiten wir ein bisschen mit Toxin. Okay, Lichtschild war physisch oder? Nee, gegen Spezialattacken. Wenn das Magma weg ist, dann haben wir gewonnen. Bitte auf Golbat, danke. Wenn das Magma weg ist, dann haben wir gewonnen. So, jetzt kriegt unser wunderschönes Electek hier erstmal ein Toxin ab. Aber sowohl Lily als auch Gladio, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Also Lily hat ja hier Postmark geklaut. Aber Gladio hat dann Typ 0 hier raus auch geklaut. Ich verstehe das nicht ganz, was hier abgeht.
Ich verstehe das nicht ganz. Und dann diese Ähnlichkeit zwischen Lilly und Samantha noch, Alter. Ist das hier eine Family, Alter? Samantha, die Mom von Lilly und Gladio, und das sind Bruder und Schwester? Und beide haben gesehen, was ihre Mom hier wirklich mit Pokémon anstellt und sind deswegen abgehauen? Und haben gleichzeitig noch ein Pokémon mitgenommen? Vor allem bei Cosmog ja verständlich, weil sie es sehr konstant unter Stress gesetzt haben, um eine Ultra-Pforte zu öffnen. Naja, wir werden es erfahren. Ja, du bist jetzt... Ja, Golbat rausnehmen. Tschüss, Golbat. Hol deinen Typ 0 raus, Alter. Wobei, es ist sowieso egal. Ja, und jetzt holt er Typ 0. Typ 0 hat, glaube ich, sogar auch noch eine Weiterentwicklung. Und dieses Typ 0 ist auch fucking strange. Ist ja nur einmal gesehen. Vor allem Typ 0, dieser Name. Es ist ein... Warte mal. Typ 0. Und es sieht fucking strange aus. Ist dieses Pokémon ein scheiß Experiment von der Love Foundation? Heilige Scheiße, Mann. Was geht hier ab? Zum Kick. Scheiß auf Rasierblatt, Alter. Nee. Wenn dann auf Zauberblatt. Rasierblatt ist noch physisch, ja. Scheiß auf Zauberblatt. Ist dieses Typ 0 ein fucking Experiment der Elder Foundation? Heilige Scheiße. Ugh, unmöglich. Wie kann es sein, dass wir von Kindern in die Enge getrieben werden? Mit vereinten Kräften zu kämpfen hat seine Vorteile. Darin könnte ich mich gewöhnen. Fledger, Tali, ihr beiden kümmert euch um Fabian. Nein, nein, nein. Ich bin Regionalleiter Fabian, die letzte Unternehmerbastion hier im Erderparadies. Diesmal werde ich mich nicht zurückhalten. Wir regeln das jetzt ein für alle mal in einem Multikampf. Bist du bereit, Fletcher? Wenn wir Lilly und Cosmog retten wollen, müssen wir zusammen mit unserem Pokémon alles geben. In einem Multikampf? Meinst du nicht in einem Doppelkampf? Oder will der jetzt hier 2 vs 3, Alter? Ja, okay, es ist ein... Regionalleiter Fabian und der Foundation-Typen. Suddenly hat der neue Pokémon. Okay, nein. Gut, es ist nicht 2 gegen 3, es bleibt bei 2 versus 2. Aber naja. So. Gegen was bist du sehr effektiv? Gegen das Ledian. Ja, das gönnen wir uns auch direkt, weil Deng, unser Alola Raichu, wird sich hier um das Lamus kümmern. Zumindest wenn es schlau ist. Es geht auf das Ledian. Bist du eigentlich geistig behindert? Geh auf das fucking Lamus, Alter. Ich meine, gut, das Ledian sind wir jetzt dadurch los, aber... Trotzdem, ne, Kollege? Wir hätten jetzt 2 Pokémon los sein können. Wobei, Lamus ist, glaube ich, eine Zuhörfette. Geh na bitte auf... Ja, ob das jetzt so gut ist, ist die andere Frage. Naja, auf jeden Fall... Das ist jetzt ein, jetzt ist ein 2v1. Die Psychokinese trifft noch. Macht aber kaum Schaden, weil es ja von Typ Wasser Psycho ist, glaube ich. Okay, wir machen dem Viech kaum Damage. Ach ja, es ist ja gegen physische Attacken jetzt gehärtet. Wegen Reflektor. Uns bleibt hier nichts anderes übrig als LP Pikachu. Aber wenn LP Pikachu halt auch nur physische Attacken hat, was jetzt nicht so geil ist. Raichu schläft, ja, ja. Ja, komm, Alter. Fabian, du bist ein mieser Bastard. Funkensprung. Nein, 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 falsches, falsches, falsches. Egal. Das sollte trotzdem treffen. Tut's auch. Es macht halt kaum Damage wegen scheiß Reflektor. Jetzt geht auf LP Pikachu. Oh, tank es. Jetzt schläfst du aber auch. Kann der Reflektor jetzt auch mal weg sein? Ja, Raichu ist aufgewacht. Raichu, hör auf Psychokinese zu gehen, Mann. Was ist los mit dir? Nie was gelernt, Alter. Ja, Kopfnuss auf Raichu. Setz das scheiß Elektroattacken ein. Ja, und endlich ist das scheiß Reflektor weg, Mann. Jetzt benutzt deinen Elektroball. Bist du irgendwie geistig behindert, Tali? Ja, Gott, ich hinterfrage es nicht. Naja, damit wäre das schon mal weg.
So, Sandy reicht Level 38 und wird sich wahrscheinlich immer noch entwickeln. Jetzt kommt sein Hypno. Ja, auch gegen Hypno können wir gut punkten mit LP Pikachu. Knusche! Oh ja, die Psychokinese wird dir nicht viel bringen. Das ist ein scheiß Psycho-Pokémon. Nein, nein. Okay, Raichu. Er setzt es auf Raichu. Der Typ, weißt du, er spielt nur mit Pokémon, die irgendwie Hypnose oder Gegner können irgendwie. Richtiger Bastard. Also in der Verteidigung ist es auf jeden Fall gesunken. Und ich wette, er setzt jetzt nochmal Hypnose ein und es trifft einfach wieder. Ne, Aussetzer. Na ja, gut, auf Raichu. Ja, danke, dass du Psychokinese von ihm mal blockst. Das gefällt mir sogar. Das finde ich super, Alter. Was zum Fick bist du? Aber ich weiß, dass du Psychotyp hast. Deswegen. Ja, generell der Typ kämpft nur Psycho-Pokémon. Ja, Psycho-Wasser. Natürlich ein Crit. Naja, das reicht schon, weil ich zu nichts zu gebrauchen. Wenn man mal ehrlich ist. Tada. So, oh, Fuegro. Schlaue Idee, Tali, bei einem Wasser-Pokémon eine Fuegro rauszuholen. Das wird zwar nicht instant down, aber trotzdem schlaue Idee. Okay, das Fuegro ist anscheinend scheiße langsam. So, Level 46. Muss mit Worten meines weisen Mannes zu sagen. Wir möchten Lily retten. Du lässt uns doch jetzt durch, oder? Unser Hirn aus dem Blick. Danke für den Schlüssel, Herr Regionalleiter. Oh, wie ich Kinder verabscheue. Was uns dort hinten erwartet, meine Damen und Herren, werden wir aber erst im nächsten Part von Pokémon Mond erfahren. Deswegen, wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal in Pokémon Mond. Also, rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!